So, folgendes. Wir gehen jetzt Nacht hin oder her. Wir gehen jetzt darüber. Darauf. Wir setzen jetzt verdammt nochmal unseren Schlafsack neu. Und dann gucken wir mal in der Werkbank, ob da eine Werkbank drin ist. Das könnte nämlich gut sein, dass in der Werkbank eine Werkbank ist. Und dann gucken wir auch gleich mal, ob wir neben der Werkbank auch noch, lass ich mal sehen, so ein Kreissägetisch wäre jetzt langsam auch mal notwendig. Um endlich mal so bauen zu können, wie ich es gewohnt bin. Wer verläuft sich nachts zuweilen auch gerne mal? Muss man gerade mal sagen. Wenn man nicht weiß, wo man hin muss, kann man sich da auch schon mal verlaufen. Aber mächtig, glaube ich. Laufe ich hier am Hang alle möglichen Tannen ab. Immer in der Hoffnung, dass unter irgendeiner mein Haus steht. Es kommt nämlich dann davon. Wenn man dann nicht mehr nach Hause findet. Oh. Dezent vom Weg abgekommen. Da. Jedes Mal, wenn ich heimkomme, fällt mir ein, das willst du machen, dies willst du machen, jenes willst du machen. Dann wolltest du hier nochmal gucken, da nochmal gucken. So. Da ist eine Werkbank in der Werkbank. Wer macht denn sowas? Table Saw. 25 geschmiedetes Eisen, 20 Mechanical Parts, 10 Elektrik, 4 Schrauben. Davon. Mechanical, 10 Electric, 4 Schrauben. Richtig. Richtig. Aber so richtig, richtig. So. So. Verstehen Sie? Das war ein Sägenwitz. So, haben wir es jetzt. Was ist denn putziges hier? Weil ich nämlich doch auch gesagt habe, hier unten in dieser Werkstatt, und da kommt noch so ein bisschen was. Nein. Und da wollen wir zum Beispiel, wir wollen sie aber nicht direkt da, ein bisschen Abstand noch. Zack. Zack. So. Zack. So, das Ganze stellen wir vielleicht auf den
Tischchen, ein Alteisentisch wäre natürlich eine Wurst, aber Eisen für habe ich nicht. Beistelltisch ist zu klein. Ist ein Schreibtisch, normalen. Holztisch. Ich verstehe. Das ist ja ganz groß. Na gut. Na, jetzt haben wir den zumindest dann schon mal hier unten, wenn wir dann irgendwann nochmal. Na, und so. Gut, hacken wir noch ein bisschen. Und da ist euch wieder aus der Puste. Es ist aber auch eine arme Socke. Das muss der immer leiden unter mir. Ja, nächste Level up dauert noch ein bisschen. So. Das ist auch noch Buddelware. Ist das hier auch noch Buddelware? Das da oben ist keine Buddelware mehr. Ich is Korb Buddelware. Dann mache ich jetzt hier gerade mal die Wand schon mal fertig. Das wäre schon mal was. Dann fällt mir gerade ein. Ist das ein großer oder ist das ein kleiner? Gibt es hier noch kleiner? Oder das steht 2M? Oder ist das schon alles? Mach mal ein. Dann gegen wir mal. Ja, genau. Genau der. So. Noch einen machen. Weil ich mag doch diese Bögen, die sehen doch so hübsch aus. Muss ich doch Bögen machen. Bögen und Säulen, es müsste alles, die ganze Welt müsste aus Bögen und Säulen bestehen. Ach, was wäre die Welt so schön, würde sie aus Bögen und Säulen bestehen. Deswegen mag ich auch das alte Rom. Da bestand alles aus Bögen und Säulen. So, nochmal eine Frage. Was haben die Römer jemals für uns getan? Kann ich sagen, Bögen und Säulen, Freunde. Bögen und Säulen. So, nochmal eine das römische Imperium in Frage stellen hier. Ich würde natürlich sagen, aber die alten Griechen, die haben die Säulen auch schon gehabt. Ja, aber nicht die Bögen. Das ist ein Unterschied. Guckt euch mal das Kolosseum an, was die Bögen gebogt haben. Oder der Aquädukt. Was hat der Bögen gehabt? Auch der Viadukt. Und
gucken, wer sich noch so alles duckt vor dem römischen Imperium. In Bögen, wohl bemerkt. Ach jo. So. Dich natürlich jetzt hier bodden. Dich natürlich hier auch bodden. Was hole ich hier wieder ein Eisen raus? Eisenflut tut jedem gut. Das war nicht so weit. So. Der da. Der muss weg, schalalala. Und auch der muss weg, tralalala. Der genauso steht im Weg. Ich ihn mit Hockey zersäg. Zersäg! Was Cooles! Hock. So. Dann können wir das hier runterziehen. Und dann kommen die zweimal kurz. Arranged. So rum und. So rum. Ach, ich mag das mit den Bögen. Ich mag's heute. Geh, lasst mir all die mag's heute. Nein. Soll ich denn machen, wenn ich so zum Morg gehe? So. Der ist jetzt fertig, nur den hätte ich gerne auf dem Tisch stehen. Aber den für den Tisch. Ich habe eh keine Nägel. Ach, ist egal. In München steht kein Hofbräu raus. Ich hab's abgefackelt. Ja, Entschuldigung, mir wird da einfach zu viel gesoffen. Sauladen. Ach, Göttchen. Bin ein bisschen müde, muss halt morgen früh aufstehen. Das ist immer toll, wenn man innerhalb des Urlaubs früh aufstehen muss. Das ist ein Traum. Das lieben wir alle. Also jetzt machen. Gerade mal auf die Map schauen. Ja doch, wir haben gesagt, wir gehen von hier aus links rein. Das gibt eigentlich keinen Grund, geradeaus zu laufen. Da können wir ruhig alles zuballern. Mit Wand. Machen wir das auch. Aber ja, nicht lange hier fackelt, war aber nochmal hier schön gemauert. Sens, Sens in der Hand, so viel Sens, auch im Po, mach mich froh, kratzte bissel. So, es sind 3.15 Uhr. Das bedeutet gleich wieder Baustopp. Dann. Ja, wobei. Ah, ich brauche mich, nicht so sehr stressen. Ein bisschen Fahrt haben wir vor uns, wenn wir zum Händler wollen, aber dann macht er auch erst um 6 Uhr auf. Wir könnten zwar um 4 Uhr pünktlich losfahren, dann wären wir wahrscheinlich sogar relativ zeitig da. Aber die Ecke hier gerade noch. Wir sollen ein bisschen was wegräumen. Tada! Level 61. Nice. Oh, ich habe Level 60. Wenn ich Level 60 habe, dann heißt es doch im Umkehrschluss. Ah ne, der braucht Level 70. Dass sich das hier einfach nicht verändert. Genau, das heißt es. Das ganz genau ist es. Das ist die Bedeutung von Level 60, nämlich, dass sich einfach gar nichts verändert.